Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Test und zwar vom Tigerpudding von Ermann. Ja, Tigerpudding bunt und schrill. Was ist das? Es ist eine Art Pudding, aber irgendwie auch Proteinpudding und irgendwie ist es auch Energy Drink. Es ist Pudding plus Energy. Warum sie Protein nicht draufgeschrieben haben, weiß ich nicht. Das ist ja schließlich das Buzzword schlechthin. Es ist nämlich tatsächlich Protein drin, allerdings nur 7,5 Gramm Eiweiß, also ein bisschen weniger, allerdings mehr als in einem normalen Pudding. Wir schauen uns in diesem Video hier also mal ganz genau zusammen an, was da so drin steckt und ob das ganze Zeug was taugt. Man muss an dieser Stelle natürlich mal wieder sagen, die habe ich übrigens selber gekauft, das sei dazu erstmal gesagt. Ich habe ja zuletzt immer was von Ermann mal gestellt bekommen, weil ich Tests zu denen gemacht habe. Irgendwie halten sie es nicht mehr für nötig, mir was zur Verfügung zu stellen. Vielleicht hat denen das nicht gereicht, dass die 100.000 Aufrufe durch mich bekommen haben. Keine Ahnung, die Dinge habe ich hier selber gekauft für den stolzen Preis von 1,49 Euro. Vielleicht denken sie sich, ja, ist schließlich Energy Drink, machen wir jetzt auch mal nochmal Preis obendrauf. Gut, was wollte ich sagen? Genau, was man den Ganzen auf jeden Fall wieder lassen muss, ist, dass es etwas Neues ist. Gab es so noch nie. Protein, Pudding, Pudding mit Koffein. Ich habe es zumindest noch nie gesehen, ihr vielleicht. Der Koffeingehalt ist tatsächlich hier auch nicht nur Alibi, allerdings auch nicht mit einem Energy Drink zu vergleichen. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, aber es ist weniger drin als zum Beispiel in einem Red Bull. Das muss man dazu auch sagen. Nicht viel weniger, aber ein bisschen weniger. Es gibt zwei Sorten, Chocolate Caramel und Vanilla Banana. Schön finde ich das mit Banane. Haben sie mal eine Sorte, die es nicht so oft gibt bei Proteinpuddings. Oder eigentlich gibt es einen richtigen Proteinpudding, Banane gar nicht. Es gab bei den Grießproteinpudding von Lidl, der war mit Banane. Aber sonst noch nie gesehen. Schoko, Caramel, ja, schon tausendfach gesehen. Design gefällt mir ganz gut. Ist mal was anderes. Ich kann mir persönlich nicht erklären, was das Ganze mit einem Tiger zu tun hat. Wenn das einer von euch weiß, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Welche Werbung war es? Ich glaube, das war Frosties, ne? Erwecke den Tiger in dir. Da wurde damals noch Zucker als Energielieferant proklamiert, was er heutzutage auch noch ist, wobei er heutzutage eher als das pure Gift, Zitat, allerdings war das auf Kokosöl bezogen, wer es kennt, er ist heutzutage immer noch Energielieferant, der Zucker, aber eigentlich eher der Teufel. So, ja, neuer Tisch übrigens. Und weil die Löcher hier zwischen so groß sind, gibt es jetzt hier eine Tischdecke. Ich weiß, die tut so ein bisschen weh in den Augen. Ich muss mir das dann selber mal auf dem großen Fernseher angucken. Vielleicht ändere ich das dann mal. Hi Tiger Pudding and Energy. Wie gesagt, 1,49 Euro. Hier steht es übrigens auch doch drauf, Rich in Protein. Aber warum es vorne nicht draufsteht, ist für mich völlig unverständlich. Rich in Protein, kein Zucker zugesetzt, laktosefrei, glutenfrei. Also alles draufschreiben, was heutzutage Verkäufe fördert. Dann kommen wir zu sowas, was ich schon wieder arg grenzwertig finde und irgendwo eher an ja, gewisse andere Firmen erinnert, die gerne solche Sachen proklamieren. Just Motivation and Energy, Guarana, B-Vitamine, Green Tea Extract, Only Joy. Das machen viele Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, finde ich hochgradig daneben. Vermutlich ist es erlaubt. Ich gehe davon aus, dass Ermann sich da absichert. Es gibt allerdings, da muss man vorsichtig sein, wirklich Health Claims oder ähnliches, was nicht erlaubt ist. Das hier wird wohl okay sein. Aber trotzdem nur Motivation und nur Spaß. Ich weiß nicht, was das Ganze soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem Ermann. Ermann macht jetzt einen auf Hip hier. Oder Ermann macht einen auf TikTok vermutlich. Wahrscheinlich ist das sogar deren Idee. Wir wollen endlich was rausbringen, was auf TikTok gezeigt wird. Erhöhter Koffeingehalt 28 Milligramm pro 100 Gramm. Bei Energy Drinks sind ja 32. Wir haben aber hier nur 200 Gramm drin. Soll also heißen, bei einem Red Bull, der 250 hat und 32 Milligramm hat, da haben wir ein bisschen mehr Koffein drin als hier so in einem Pudding. Oats and Fit Food, Grüße gehen raus, schaut mal auf seinem Instagram-Kanal. Ein Kommentar von ihm, der durchaus berechtigt ist, was für ein Quatsch, so nach dem Motto. Abends kann ich ja, also weiß nicht, er sagt jetzt nicht, kann ich nicht, aber abends Koffein ist ja total unsinnig. Wenn man abends Proteinpuddings isst, vorm Schlafen oder sowas, dann hast du erstmal Koffein und kannst dann irgendwie im Bett tanzen und High Tiger anmachen und dir TikTok angucken oder irgendwie so. Finde ich auch ein bisschen komisch. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde es irgendwie eine witzige Idee, aber ja, für abends vielleicht nicht unbedingt etwas, zumindest wenn man von Koffein so beeinflusst wird, dass man nicht schlafen kann. Wobei es heißt, die ersten Momente nach Koffein soll man ja angeblich dadurch besser schlafen können, aber dann irgendwann, wenn es mal richtig angekommen ist, dann ist es schlechter. Was drin steckt? Wir haben ein Dessert aus 90% Pudding mit Vanillegeschmack und 10% Energy Drink Konzentrat mit Banane, Vitaminen und Süßungsmitteln. Wir haben Pudding mit Vanillegeschmack, entrahmte Milch,
Milcheiweiß-Sahne, das geht alles so in Richtung Protein-Pudding. Wie ihr seht, eben Milcheiweiß drin, aber weniger, wie wir gleich an den Nährwerten sehen. Modifizierte Stärke drin, Süßungsmittel, Erythrit, das hatten die Protein-Puddings auch nicht drin, soweit ich weiß. Sucralose ist hier drin. Dann haben wir Aroma, Verdickungsmittel, das kennen wir auch. Laktase, das Enzym, was Laktose abbaut. Farbstoff, Carotin, damit es gelb ist. Und dann ein Energy-Drink-Konzentrat aus Wasser. Bananen und Süßungsmittel. In dem Energy Drink sind Bananen drin, aber wahrscheinlich haben sie so eine Zubereitung, die sie dann da reinmischen. Süßungsmittel sind drin, Erythrit und Stevia. Guarana-Extrakt, da kommt das Koffein her. Dann haben wir nochmal Stärke drin, Aroma. Dann haben wir noch Grüntee-Extrakt drin, da kommen natürlich Antioxidantien her, wobei das hier nicht gerade sehr viel ist, aber ist die Frage, wie stark das Grüntee-Extrakt ist. Da ist auch Koffein drin. Dann haben wir noch Inosit. Das ist ein Stoff, ich habe es gerade noch mal ein bisschen recherchiert, der hier absolut keine Bedeutung hat, denn er ist eigentlich nur mit, Achtung, nicht mal 1%, also er ist nicht mal zu 1 Gramm drin, er ist nicht mal zu 10 Gramm drin, er ist zu 0,01% drin. Jetzt müsste ich das schon wieder ausrechnen können. Moment. Sorry, eigentlich war es ja total trivial, aber wenn man manchmal so im Redefluss ist, dann verlernt man das Rechnen. Ich habe Mathe mit 4 bestanden im Studium, also, und das war Unimathe, also von daher ganz so schlecht war ich nicht. 0,01 Gramm, also quasi 10 Milligramm. Ich habe recherchiert, Quelle ist zwar Wikipedia, aber ich persönlich halte Wikipedia eigentlich für ganz gut. Der Körper stellt selbst am Tag 4 Gramm her. Also der Teil Inosit hier drin ist totaler Unsinn. Es wird natürlich gerne in Nahrungsmittel, Ergänzungsmitteln verkauft und ist damit vielleicht auch irgendwo wieder so ein Buzzword. Ihr könnt euch selber informieren, wird übrigens auch gerne zum Strecken von Methamphetamin und Koks benutzt, weil es eben eine ähnliche Struktur hat. Von daher, ja, wer weiß, was das für dubiose Dinge sind. Deswegen vielleicht auch die ganzen Farben hier. Wobei, ich glaube, das müsste dann wahrscheinlich eher LSD sein statt Koks. Ja, wie auch immer, Niacin ist auch so ein Ding für Energy-Drinks, genauso wie Vitamin B2, B6. Warum B12 hier nicht drin ist, das verstehe ich tatsächlich nicht, denn das ist eigentlich eins der Vitamine, was in Energy-Drinks drin ist. Enthält von Natur aus Zucker, Milch, Zucker, abwechslungsreiche Ernährung und so weiter und so weiter. Okay, jetzt haben wir genügend hier drauf gequatscht, aber wenn wir hier ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen länger drauf schauen, was da eigentlich drin steckt. Vanille-Banane. Ja. Kennt man so hier, dass der Becher oben nicht so wirklich voll ist. Puddingkonsistenz sieht soweit aber ganz gut aus. Da kann man eigentlich nicht dran, kann man nicht meckern. Aber wir probieren gleich zusammen. Ich wollte euch die jetzt einmal zeigen. Das heißt, wir probieren zusammen. Eigentlich probiere ich, aber dann könnt ihr... Ach nee, jetzt, ich habe nur einen Löffel. Ich gehe mal davon aus, dass das die gleiche Konsistenz sind. Banane. Es riecht ein bisschen... bananig, tatsächlich nicht so krass künstlich, wie ich gedacht hätte. Schnupper. Das ist irgendwie komisch. Ich kann euch das jetzt gar nicht erklären, was hier gerade passiert. Es schmeckt so, wie ich noch nichts probiert habe. Sehr künstlich. Und dazu muss man sagen, ich muss das an dieser Stelle hier wieder sagen, weil vielleicht viele dieses Video sehen, die noch nicht meinen Kanal kennen. Ich habe schon hunderte Proteinriegel gegessen, bin wahrscheinlich bald bei 300, 400 verschiedenen wohlgemerkt. Insgesamt wahrscheinlich Tausende gegessen. Ich bin künstliche Geschmäcker gewöhnt. Das Ding hier schockiert mich deswegen nicht, aber ich glaube, manch einer, der nicht so viele künstliche Geschmäcker gewöhnt ist, der fliegt hiervon weg. Also das Ding ist brutal künstlich. Es ist richtig künstlich und richtig komisch irgendwie. Aber ich finde es irgendwie lecker. Aber es ist... Ja, vielleicht finde ich es auch doch nicht lecker. Es ist irgendwie sehr komisch süß. Ach, ich glaube, wir haben uns noch gar nicht die Nährwerte angeschaut, oder? Entschuldigt bitte. 1,2 Gramm Fett. Wir haben 0,2 Gramm Ballaststoffe, 7,5 Gramm Eiweiß. Dann haben wir hier unten die Vitamine, da den Tagesbedarf. Und Kohlenhydrate 5,6 bzw. 5,3 Zucker. Eben aus der Banane und aus der Milch. Also er schmeckt irgendwo nach Banane. Boah, und gleichzeitig auch wirklich irgendwie komisch. Also das ist so, als ob wirklich irgendwie ein Energy Drink drin ist. Wir haben einen komischen Nachgeschmack auch im Mund. Sehr künstlich. Und ich glaube, ich finde ihn doch nicht lecker. Also irgendwie ja, aber irgendwie auch wieder nein. Ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Schokopudding.
Mal gucken, wie der jetzt ist. Vielleicht ist er ja auch wegen einem sehr ekligen Bananenaroma so komisch. Nee, der ist auch irgendwie fast schon bitter. Es kann natürlich durch Guarana kommen und Grünteeextrakt. Er ist, muss man ihm lassen, sehr schokoladig. Sehr schokoladig. Das gefällt mir sehr gut. Also fast, als ob man Kakaopulver pur futtert. Aber irgendwie ist auch diese komische Note bei, die vermutlich von diesem Energy Drink kommt. Ich weiß nicht, was das ist. Boah. Ich habe sowas wirklich noch nie gegessen. Es schmeckt ganz komisch irgendwie. Und nee, ich glaube, ich habe auch so einen komischen Geschmack im Mund. Ist nicht sehr angenehm. Ich muss aber sagen, dass mir die Schokonote gefallen hat. Hier, Banane kriegt man auch ein bisschen mit. Und, nee, sorry, gefällt mir nicht. Ich finde die Energie gut. Ne? So für morgens ist das gut mit dem Energy drin. Und ich werde ihn mir sicherlich auch im Angebot nochmal holen, um ihn so zu probieren. Aber jetzt hier so vom ersten Eindruck finde ich ihn geschmacklich echt komisch aufgrund dieser starken Bitterkeit dabei. Manch einer trinkt morgens eh grünen Tee, der wird das vielleicht irgendwie nicht schockieren. Aber er ist eben nicht nur diese Bitterkeit, sondern gleichzeitig auch noch so ein komischer, künstlicher, süßer Geschmack. Vielleicht haben sie Tonnen von Stevia reingemacht, wobei Stevia irgendwie auch nochmal ein bisschen anders ist. Die Kakaonote überdeckt das Ganze ganz gut. Aber insgesamt wirklich arg merkwürdig. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wenn ihr den Pudding probiert habt, lasst dem Kanal ein Abo da und einen Daumen nach oben für den Support. Und schreibt mir gerne eure Meinung dann in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.